Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Inner World. Und es ist die erste Folge nach meiner Krankheitspause. Ich bin noch ein bisschen erkältet und ich mache erstmal nur diesen einen Part heute, um zu schauen, ob es sich einigermaßen okay anhört. Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur ein, dass meine Stimme noch irgendwie ein bisschen belegt sich anhört. Ja, dann schauen wir doch mal. Hatten wir jetzt mit dem Windmönch komplett zu Ende gesprochen oder hatten wir da noch ein Thema? Du sagst das so, als wäre es was Gutes. Du sagst es so jetzt. Nee, hatten wir nicht, ne? Weiß Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Geil. Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilen zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilen hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Wieso? Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilen nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Okay, na gut. Gut, das war jetzt nicht so erleuchtend. Gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Okay, na dann, jetzt die Bardame. Ich bin gespannt. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Oh, die erste Frau, die er begegnet. Ach nee, draußen hatten wir Hallo. Ja die Mutter. Leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Hier, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Oh. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Das ist ja cool. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Drink, der ziemlich gefährlich ist. Vielleicht können wir damit was wegätzen oder so, ein Schloss. Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Oh, der Wulluf. Ein kleiner Wulluf. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen. Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Der Arme. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaube ich's nicht. Sitzt er denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Straps? Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht?
Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht doch nicht. Nee, irgendwie wird das bei ihm nicht klappen. Okay, das ist, glaube ich, nicht mehr Tschüss. Hell. Pass auf dich auf, Schätzchen. So, und ihr hattet mir ja auch den Tipp gegeben, wenn man lange die Taste hier gedrückt hält. Da, Gut, dass wir das machen. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man mit dem losen Faden interagieren kann. Gucken wir mal kurz, da waren wir auch dran gewesen. Aber dieser lose Faden, da ziehen wir doch mal dran. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Aha, okay. Gehstock, Korken. Nein. War vielleicht der Lavaströmer? Nee, Quatsch. Glaube ich nicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Nee, glaube ich auch eher nicht. Na gut, dann verlassen wir erstmal die Bar, würde ich sagen. Und dann können wir ja vor allem hier draußen nochmal gedrückt halten und schauen, ob ich vielleicht da noch einen Hotspot verpasst habe. So, ganz genau gucken. Da, Fahndungsplakat, die Kellerluke. Da haben wir ja jetzt nur das Gesöff neu. Gucken wir mal hier drüben noch. Da geht's zum Hinterhof. Zerstörtes Haus, okay. Und hier können wir nichts machen, oder? Da? Ich glaube nicht. Nee, wir können nur mit ihr reden und mit dem Baby. Ja, Kellerluke glaube ich jetzt auch nicht. Nee. Und das wollte er ja nicht benutzen, ne? Hatten wir, glaube ich, schon ausprobiert. Warum sollte ich das tun? Also so unlogisch finde ich das jetzt nicht. Aber gut, gehen wir mal zum Windbrunnenplatz. Es lädt. Bitte warten. Oh. Arme. Sind nur Arme, kein Mensch dran. Okay, erstmal klicken wir natürlich nicht. Wir wollen nicht sofort die Hotspots angezeigt bekommen. Erstmal schauen wir, dass wir das selber hinkriegen. Ach, wie süß. In der Stufe ist ein Mäuseloch. Gucken wir mal. Meine Güte. Sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Na, das hoffe ich ja mal auch. Sonst können wir auch gar nicht mit ihm reden. Hallo da oben. Könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund? Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Wer ist das? Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Dann könnte er uns ja vielleicht das Erdbeergarn dann umwandeln in ein schönes Leibchen für das Baby. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Wir müssen unbedingt dafür sorgen. Ja, genau, Leibchen. Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Sie wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. Ach, ich war ihm eher wie 1000 andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging es steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Wollte ich gerade sagen. Wie weit das geschafft hat? Naja. Ihr habt als Schneider bestimmt schon viel, erlebt? Oh ja. Ich erinnere mich noch an große Modenschauen, traumhafte Gewänder, Kreuzmuster. Ich habe Trends gesetzt. Ich war eine Ikone.
Alles, was es hier gibt, sind Lumpen in verschiedenen Grauabstufungen. Grässlich. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich hier rausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Oh, holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als doch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, was ich seit langer Zeit hatte. Das ist wirklich tragisch. Aber um noch mal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Oh je, wir sind seine größte Hoffnung. Das ist wirklich nicht besonders gut. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Wo bekomme ich nur das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Das müssen wir uns von ihm holen. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Ja, finde ich auch okay. Wo sind denn eure Nadeln? Ach, keine Ahnung. Stricken ist eine Leidenschaft, verstehst du? Im Eifer des Geflechts sind mir schon so manche Dinge abhanden gekommen. Im Eifer des Geflechts. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Das ist ja ein super Deal. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmusterfachgeschäft in der Sturmallee, aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Das bekommen wir schon hin, aber irgendwie müssen wir ihm... Huch! Hä? Ach so, ich nehme an, dann stelle ich nochmal die gleiche Frage. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Ja, bleib zu deiner eigenen Sicherheit mal lieber hier. Gezwungenermaßen. Ach, wie süß. Ach, das ist ja niedlich. Wie er da sitzt und isst. Was ist mit der Lunchbox? Schöne Lunchbox. Passt bestimmt gut in meine Sammlung der Gegenstände, die ich irgendwann mal gebrauchen kann. Ja, das denke ich auch, aber ich weiß nicht, ob wir da so ich ohne Probleme ran... Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox! Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben! Ja, ich hab nur den... Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox! Schon gut, tut mir leid. Er hat schon recht. Ah, hier ist noch ein Eingang, okay... Was haben wir denn da? So sieht also ein der Windbrunnen aus. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Ich komme nicht ran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Der ist doch riesig, oder? Oder verstehe ich die Perspektive gerade nicht? Was ist denn da? Die Anzeige steht auf 0. Das bedeutet unschuldig wie ein Neugeborenes. Aber die Skala reicht auch bis 100. Ah, verstehe. Ich komme nicht ran. Was könnte uns das denn bringen? Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Cool. Mal gucken, haben wir denn... Nenne deine Sünde. Nenne deine Sünde. Keine Sünde? Kleine Sünde? Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und Büße. Was? Was? Ich habe Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld.
Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Conroy war echt gemein zu uns. Ich will nochmal hören, was er sagt. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das ist doch nichts Schlimmes. Das Urteil der Basilen lautet, kleb dir eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. Ah, okay. Ich was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Was? Oh. Ich will das, ich will das. Sekunde. Ich mach mal zu. Ich schätze, vielleicht kann ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Ah, da. Yay, ein Minzbonbon. Keine Ahnung, was das bringt. Hey, wir könnten mal versuchen, den Man Minzbonbon... Man kann nie genug frischen Atem haben. Hä? Nein, ich habe den einfach gegessen. So war das eigentlich gar nicht gedacht. Kriege ich nochmal einen, bitte? Ich kann es nicht öffnen. Das Fach ist geschlossen. Ich drück nochmal. Deine Sünde. Ich sag nochmal, ich hätte keine Aber Sünde. Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ah, okay, kriegen wir nochmal. Okay, schätze, diesmal werde ich es nicht, nenne deine nicht Sünde. Essen. Nein, ich wollte... Nenne. Ich gehe. Drück das mal weg, das kennen wir ja schon. Okay, so diesmal. Das mache ich nicht. Nee, okay. Der Gehstock, ja, der ist ja aber zu groß, Warum ne? Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Nee, irgendwie wirklich eher nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht Zeit, hier noch die Unterhaltung anzufangen. Ich drücke mal, ob wir irgendwas verpasst haben. Ach, das könnte... Stimmt, das habe ich auch gesehen. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. So klug und so gerecht. Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Gucken wir doch hier noch kurz. Ich möchte wissen, was da ist. Ah, da oben kommt man dann lang. Oh, ein Phosphos. Oh, wow. Geil. Conroy Kopf. Der gute Hirte Aspasiens. Der Name war Conroys Idee. Oh, was ist das denn? Ach so, der zu druckt groß, immer so Flugblätter zu schwer, aus. Zu kantig. Hm, na gut. Und hier? Ein Phosphos. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. Oh, ich möchte aber eins mitnehmen. Wow, bitte. Der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Aspasien gucken. Ach, wie geil, stimmt. Was soll ich damit machen? Einen Ausblick genießt man einfach. Hier drüben ist noch ein Windrad. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Das brauche ich nicht. Okay, jetzt mal kurz überlegen, ob man hier irgendwas machen könnte. Schade, dass... Ja, das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Probier einmal, ob er es nicht fängt. Das mache ich nicht. Och, Manu, ich möchte das Phosphos mitnehmen. So ein Spielverderber aber auch. Ich drück nochmal. Ach, Conroys Palast haben wir uns noch nicht angeguckt. Na, da drücken wir nochmal. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Da hast du natürlich recht. Conroys da hat er mal was Schlaues gesagt. Und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. Ja, hübsch ist das nicht gerade. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Und dann werden wir in der nächsten Folge hier mal mit der netten Wache reden und dann mal schauen, was sich so ergibt. Auf jeden Fall müssen wir an den Faden kommen. In der Bar. Und dann müssen wir mal weiterschauen, wo wir Nadeln herkriegen und sowas. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt ist ja dann erstmal Weihnachten. Genau, da müssen wir mal schauen, was da für Videos kommen. Muss ich mir mal noch überlegen, weil eigentlich kommt man da ja auch gar nicht so viel dazu, auf YouTube rumzuschauen, ne? Würde ich fast denken. Naja, gucken wir einfach mal. Und ein bisschen komisch hört sich meine Stimme bestimmt noch an. Nehme ich jetzt einfach mal an. Na gut, dann... Oh, wie süß, was hat er denn da gemacht? Das war ja niedlich. Okay, also, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Dann bis dahin. Ciao, ciao.